So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Wir wollen heute Giovanni suchen, besiegen und das neue Krypto-Pokémon abholen, nämlich Krypto Regirock. Regieis ist weg. Wer keins geholt hat, kann sich jetzt zwei Rock abholen. Ich muss aber erstmal wieder den Müll rausbringen. Da ist ein Katzenbeutel. Da ist ein Babybeutel. Irgendwie ist gerade Hänge gerissen, ist alles rausgefallen. Muss wieder aufsammeln. Und guckt euch mal dieses T-Shirt an. Das ist ja eigentlich ein Wrestling-T-Shirt. Irgendwie erinnert mich der Typ aber an Till Lindemann von Rammstein. Jetzt muss man sich total komisch fühlen, wenn man damit hier rumläuft. Was ist eure Meinung dazu? Kann man so ein T-Shirt anziehen oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bringe jetzt erstmal den Müll weg. Dann zeige ich euch ein Stück Forschung. Bin schon wieder komplett fertig. Die Treppen im Haus sind schuld, obwohl ich mit dem Fahrstuhl gefahren bin. Und es ist einfach nur warm. Es ist wie immer, es ist einfach warm. So, wir kennen das hier. Zack, einmal Baby an Bord. Einmal die Katze hinterher. Ach. Und jetzt irgendeine Ecke suchen, wo es nicht so nach Müll riecht und auf die Forschung gucken. Ich werde euch gleich hier drüben einfach irgendwo an den Zaun hängen. Das muss dann reichen. Also wahrscheinlich genau hier, was direkt neben dem Müll ist, wo es also immer noch nach Müll riecht. Genial, Ramses, du hast es geschafft. So, woran erkennt man übrigens, dass das T-Shirt von der Wrestle Crate UK Box ist? Es ist immer hier oben dieser XL-Sticker drauf, den ich meistens auch dran lasse, bis der von alleine abfällt, durch die Wäsche abgeht oder bis Pupsi den abmacht. Und irgendwie finde ich das T-Shirt halt immer angsteinflößender, immer skurriler, keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, es erinnert mich trotzdem einfach die ganze Zeit an Till Lindemann. Und aus Provokation muss man jetzt damit rumlaufen oder was? Mensch, nee, ich habe einfach nichts anderes. Ist beim Umzug alles weggeflogen und das kam in der letzten Box jetzt mit an. So, ich stehe jetzt hier. Ich bin jetzt auf der Seite 3 von 5. Das kann man ja auch mal dazu sagen. Wer sich für die komplette Forschung interessiert, was ist das denn jetzt hier? Wer sich für die komplette Forschung interessiert, der kann in den Community-Tab gucken. Community, ja, Community. Da habe ich nämlich hier diese Übersicht gepostet über die komplette Forschung. Es ist aber eigentlich wie immer, fang 15 Pokémon, dreh 5 Stops, besiege 5 Rüpel, dann fang 15 Pokémon, verschick 10 Pokémon, besiege 6 Rüpel und im dritten Kapitel besiege Alo, besiege Cliff, besiege Sierra. Damit wollte ich mich jetzt gar nicht aufhalten, ich habe eh genug Stress, weil heute am Mittwoch, wo ich das aufnehme und schon Raider Mittwoch gemacht habe, müsste auch die Rokora-Forschung losgehen, die ich dann versuche irgendwie auch noch aufzunehmen, aber das ist alles sehr kompliziert. Ich bin jetzt also beim nächsten Schritt, ich hole jetzt die Belohnung ab für die Rocket-Bosse, bekomme meinen Super-Rocket-Radar. Jetzt wäre es eigentlich sinnvoll, wenn man sich den aufhebt und erst kurz vorm Wechsel bei Giovanni den Giovanni besiegt, dass man bis dahin die ganzen Täuschrüpel hat. Ich möchte aber immer zeitnah euch zeigen, wie ich den aktuellen Boss besiege, dass ihr auch seht, mit was habe ich gekämpft, was habe ich für Konter genommen, wie gut war meins. Das möchte ich euch also immer direkt zeigen. Finde den Boss von Team Go Rocket, kämpfe gegen den Boss von Team Go Rocket, besiege den Boss von Team Go Rocket. Das ist alles, im letzten Sinn nur Belohnungen. Wir müssten jetzt uns also ein paar Stops angucken. So, das Ding schalten wir mal ein. Jetzt zeigt es uns ja in der Umgebung, ich hoffe hier ist auch was, wo getarnte Rocket-Rüpel sind. Ja, ich sehe gar keine, das ist sehr gut. Oh, da vorne könnte einer sein. Da vorne könnte einer sein, bei der Arena, hinter der Arena. An irgendeiner, weiß ich nicht, steht nicht mal was da. An einer namenlosen Arena. Wir suchen jetzt auf jeden Fall den Rocket Boss, den Giovanni, und melden uns zurück, wenn wir den gefunden haben und wenn wir den dann besiegen wollen. So, willkommen zu einem neuen Fall. CSI, den Tätern auf der Spur. Jetzt habe ich was ganz Komisches gefunden, während ich Giovanni besiegt habe. Und zwar laufe ich hier so durch diese Wiese und hier liegt auf einmal diese Tasche. Sieht aus wie ja, eine Tasche, ein Rucksack, keine Ahnung. Habe mich erst gar nicht getraut, da ranzugehen. Hab da mal so geschaut. Hier ist hier so ein goldener Karabiner dran. Hier steht irgendwas von goldener Zwinger, goldenerzwinger.de. Und ansonsten ist hier irgendwie, ja, weiß ich nicht, Süßigkeiten drin. Irgendwelche Chips.
und irgendwelche Play-Doh-Spielkreide-Knete. Da ist sogar ein Käfer mit drauf. Was da passiert ist, weiß man nicht. Und dann habe ich ein Stück weiter gesehen, hier drüben. Hier liegen plötzlich so Chewy Fruit, irgendwelche Süßigkeiten rum. Das sieht ganz stark aus nach Rocket-Übernahme, ich sag's euch. Ganz heißes Pflaster hier. So schlau wie ich bin, habe ich mir jetzt einfach hier so einen Stock genommen. Hab dann einfach die zwei Träger links und rechts hoch, den Stock über den Ast gelegt und den Rucksack hier so an den Baum gehangen, dass vielleicht, falls jemand von dem Block da drüben, weil hier spielen öfters mal Mütters mit Kinders, falls jemand da was vergessen hat, sehen die das vielleicht, dass hier was hängt, ne? Vielleicht ist es auch eine Drohung. Guck, wer hier rausgeht auf die Wiese und so weiter. Das finde ich eigentlich richtig cool, diesen goldenen Karabiner mit dem goldenen Zwinger. Deswegen auch der goldene Karabiner, aber ja, hängen wir mal dahin. Basic Line, mal gucken, wie lange der hängt oder ob der irgendwann weg ist. Wir suchen jetzt aber weiter erstmal Giovanni und Regirock. So, ihr werdet es nicht glauben, aber dieser eine Stop, den ich gesehen habe, den Radaren gemacht habe und gesagt habe, da hinten ist was. Ich bin jetzt hierher gelaufen, Kirche in Welgershausen und es ist wirklich Giovanni. Also andere suchen sich da immer dumm und dämlich und sagen, hä, ich habe schon 50 Stops abgesucht, immer nur Täuschrübel. Ich habe verdammtes Glück, ich suche einen, gehe zu dem einen hin und der eine, den ich habe, ist auch das, was ich suche. Das hier hinter mir ist jetzt die Kirche, hier ist eine Treppe, da war ich noch nie, da gehe ich jetzt das erste Mal hin. Ihr seht ja auch, evangelische Kirchengemeinde Welgershausen steht hier dran. Hier ist ein komischer Busch, hier geht es eine Treppe rein und da laufen wir jetzt mal hoch. Denn das ist die Welgershausen Kirche mit Giovanni dran, den wir jetzt hier irgendwie bekämpfen wollen. Und ich werde natürlich wieder mein Team nehmen, was ich immer nehme. Das heißt, ich gebe einfach RRR ein für Rocket, Radarrübel und werde dann dort kämpfen. So, jetzt geht es hier rum. Hier geht es natürlich nicht rein. Hier steht eine Bank. Die Bank wäre ja optimal zum Sitzen. Lasst uns am alten, so gut es geht, halten, aber auf dem alten Grund. Neues wirken jede Stunde. Das ist doch schön. Wenn wir einmal hier sind, ich trotzdem aber jetzt mal hier einen kleinen Rundgang machen und schauen, wo es hier hingeht, wenn man hier außen lang läuft. Geht's zum Hintereingang. So, das heißt, wir haben eigentlich nur die Bank, wo wir uns kurz absetzen können, ausruhen können, hinsetzen können. Ah. Hat mich schon wieder irgendwas ins Bein gestochen. Ich bereite mich jetzt kurz vor auf Giovanni und schalte euch gleich wieder ein. So, ich stehe jetzt hier. Ich habe euch jetzt hier auf so ein Geländer gestellt. Da sitzt die Bank. Da hinten ist noch so ein richtig cooler Gedenkstein oder, weiß ich nicht, Grabstein. Irgendwas, da steht auch was drauf. Da ist auch ein Kreuz drauf. Können wir uns ja vielleicht gleich nochmal angucken. Hier ist jetzt Giovanni. Ich drücke mal auf den Giovanni drauf. Ich werde mein super Rocket-Radar verwenden. Ich gebe mal RRR ein, da seht ihr mein Team, was ich sonst immer mache. Normalerweise nehme ich ja Regirock vorne rein, mit dem ich dann die Schilde rauslocke, weil der Zielschuss hat und das richtig schnell angreift auch. Aber wie wir alle wissen, nimmt man am besten Lucario, weil Regirock mit Zielschuss hat kaum jemand und deswegen ein ewiges Hin und Her. Den, den ihr nehmt zum Schilde rausloggen, setzt ihr aber am besten auf Position 2. Deswegen tippe ich jetzt hier einfach mal Kyogre an und dann Lucario, weil Lucario ich direkt einwechseln will, wenn der Kampf startet, sodass der Gegner 3 Sekunden warten muss, ich schon draufhauen kann. Ein Wasser-Pokémon gegen das Boden-Pokémon, was er hat, ist auch gut. Meistens hat er als zweites nämlich ein Boden-Pokémon. Als erstes hat er immer Snobillikat, also nehmen wir Kampf gegen Normal. Als zweites hat er Boden, also nehmen wir Wasser gegen Boden. Und als drittes müsste er Regirock haben. Da wäre eigentlich auch zum Beispiel nochmal Kampf gut, wenn das Wasser versagt. Und das Despot da ist komplett Quatsch. Deswegen nehmen wir den Matze einfach nochmal mit rein, weil Despot da mit Steinkante gegen Regirock macht keinen Sinn. Wir nehmen den Matze nochmal rein, weil mit dem Matze bin ich froh, dass ich den hab. Mache ich selten was. Der hat auch nochmal Sanktoklinge. 2 Kampfmoves am Start, also probieren wir es jetzt genau so. Kyogre rein, aber ihr wisst, wir wechseln direkt auf Lucario, damit der Gegner eben warten muss, nicht angreifen kann. Wir schon mal sehr effektiv hier treffen.
direkt den Steigerungshieb voll haben, um unseren Angriff zu steigern, ein Schild rauszulocken. Was jetzt wieder heißt, wir müssten gar nicht dieses Minispiel machen, weil er wehrt ja eh ab. Ich drücke aber trotzdem, Angriff steigert sich weiter. Wir möchten noch einen Steigerungshieb machen. Ist hier voll. Wir können es jetzt einfach mal so durchlaufen lassen. Ich glaube, das macht trotzdem keinen Unterschied. Auch wenn die Leute mal sagen, doch, da hast du viel mehr Energie übrig. Sehe ich aber nicht. Bei mir ist das Ding trotzdem komplett leer. So, jetzt hat er sich zweimal gesteigert. Er hat als zweites... Oh, ich glaube, wir haben richtig Glück. Ich habe das Pokémon nicht gesehen, aber es ist nicht nur Boden, es ist Boden und Gestein. Das heißt, wir müssten ja auch hier sehr effektiv sein gegen Rihonyor. Machen weiter einfach mit unserem Steigerungshieb die ganze Zeit. Jetzt hat er uns umgebracht. Wir fangen jetzt einfach mit dem Kyogre an. Hoffen, dass das ein bisschen den Surfer auflädt, dass er überlebt, sodass wir den komplett geladenen Surfer dann auf das Regirock drauf packen können. So, Regirock müsste jetzt kommen. Wir packen den Surfer ran auf das Regirock. Ach du meine Güte, das ist aber nicht brutal. Da habe ich mir jetzt aber mehr erwartet. Das Kyogre kann halt nichts. Nehmt am besten Krabi mit Krabhammer. Genau, das ist ein guter Ersatz für Kyogre. Ansonsten haben wir ja immer noch unseren Matze am Rand stehen. Obwohl die 3-Sekunden-Regel wieder geht. 1, 2, 3, wir fallen um, Matze kommt rein, Matze macht den Rest, greift zweimal an, dreimal angegriffen, das Ding ist weg. Jetzt kommt es natürlich drauf an, ist der gut, ist der schlecht. Der muss gar nicht gut sein. Ich denke mittlerweile, das kommt eh irgendwann dann in die Krypto-Raids, wo man das Shiny hunten kann, als Krypto-Shiny. Und ein 100er erlösen brauche ich nicht, ich habe ein 100er. Deshalb ist eigentlich für mich das uninteressant. Regieis war für mich interessant, weil ich kein 100er hatte die ganze Zeit und über 100 Lucky Trades machen musste, bis das 100er kam. Hier ist es eigentlich egal, was es ist. Es hat 665. Ich habe die falsche Beere genommen. Ich hätte eine andere Beere nehmen sollen. Der bleibt ja eh drin. Wäre komisch, wenn der jetzt einmal rauskommt. Normal bleiben diese Krypto-Legendären aus der Giovanni-Forschung immer direkt im ersten Ball. Nehmt also ruhig eine gelbe Beere oder eben eine silberne Sanana. Der hat jetzt hier 665. Wir bewerten ihn mal. 2 Sterne, 11, 14, 12. Und jetzt kann ich auch noch mal zeigen. Regirock ist nämlich der hier. Der hat 100%, der ist Level 50, deswegen brauche ich auch nichts anderes. Vor allem hat er Blitzkanone. 21.08.2018, das klingt gut. Wir müssen jetzt aber noch die restlichen Kapitel abholen. Das heißt, wir drücken hier drauf. Das ist das 4. Kapitel. Da kommt sogar noch eine Pokémon-Belohnung raus. Bin ich jetzt mal gespannt, was das ist. Ich habe eben nämlich nicht nachgeguckt. Hier steht Zubiris. So, schmeiß mal hier noch drauf fürs Zubiris, gehen auf die letzte Seite, wir bewerten das Zubiris aber auch gleich noch. Nehmen das hier mit, den Staub, nochmal die 5000 Erfahrungspunkte, die 3500 Staub und die silbernen Sananabären. Euch würde ich raten, bekämpft den Giovanni nicht erst, wenn der angekündigt ist, dass der wieder wechselt, damit ihr die ganze Zeit die Täuschrübel habt. Denn die geben euch schön Bonus Staub und gute Pokémon mit guten IV. Oh, 98er Zubiris aus Meiningen noch jetzt gefangen. Euch ziehe ich hier wieder ab. Da habt ihr nämlich gehangen die ganze Zeit. Und dann wollte ich euch ja vielleicht hier diesen Gedenkstein noch mal zeigen oder was das ist. Da steht 1214. Ja, und mehr kann ich leider nicht lesen. Da ist aber auf jeden Fall, sieht man, dass da eigentlich was ist. Aber ich kann es nicht wirklich lesen. So, ihr, wenn ihr es lesen könnt, schreibt es mal hin. Das ging viel zu schnell. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wie gut war euer Regirock? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und jetzt wieder hier den Abgrund runter. Tschüss. Action Cam. So, wir haben es auf jeden Fall überlebt.